Na, was geht ab, meine Schatzis? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Pünktlich, wie gewohnt, um 20.15 Uhr, ja. Wir reagieren heute auf Unojan, auf das neueste Video. Die Zerstörung der Fake-TikToker TikTok-Caps 49, ja. Was ist denn hier los? Mal wieder on fire. Wer wird zerstört? Ich bin gespannt. Ihr seid gespannt. Wir sind gespannt. Let's go. Kennt ihr diese Videos, wo die Baller das ganze Wasser so drehen, dass es wie ein Tornado durchfließt? Und wer hat dein Herz gebrochen? Welche Mädchen hat dein Herz gebrochen? Sag so, wie es ist. Mir gefällt das Ganze gar nicht, wenn jeder gefühlt im Urlaub ist. Was soll ich? Boah, ja, Walla, ja. Ich selber konnte nicht fliegen und Walla, ich find's sehr schade. Die Scheiße! Meiner Brieftasche geht's gar nicht gut. Einfach jeder ist weg. Nicht jeder ist weg. Jeder ist in Bodrum. Jeder! Meine Freunde waren da. Meine Follower waren da. Ganz Instagram war da. Ganz TikTok war da. Alle Rapper waren da. Mein Bruder Ali ist da. Und mein Onkel war sogar da. Alle die Laras sind da. Chaya sind da. Alle die Laras sind da. Ja, ansonsten habe ich erwähnt, dass die Laras da sind. Alle sind da. Ich bin so kurz davor, mit TikTok anzufangen. So ein Buheri, das ist so ein Trottel, dieser Junge, ne? Also der hier. Oder vielleicht auch nicht. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist nicht Cymex, denn meine Freundin geht nicht mit einem Spanier fremd. Heute geht's endlich wieder los. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Ich werde gewisse TikToker gekitzelt. Ja, deshalb würde ich mal sagen, rein in die Masse, wie das Messer in eine 31er-Ratte. Gekitzelt wie damals Zäpfchen in das Popo. Here we go. Heute geht's wie angekündigt ernster zur Sache. Also nichts mit Humor, weil... Okay, dann bleiben wir ernst. Ich bin abgefuckt. Wer ist das denn? 24 Tim. Mit Ach der, ja. Mittlerweile 3,7 Millionen Abonnenten. Ich hoffe, meine Mutter, wenn der nicht 30.000 im Monat mit TikTok macht, weiß ich auch nicht weiter. 3,7 Millionen Abonnenten, das ist schon krass, Digga. Geboren am 13. September 2000. 2000? Sagt Jojik. Ja, süßer Junge, sieht schön aus, no front jetzt so. Ne? Warte mal, 2000, wie alt ist der? Was hat er gesagt? Monat weiß ich nicht mehr, aber krass, 20, 21 Jahre, heftig. Die Comedy-Legende aus Köln. Und plötzlich war sie nackt. Ja, das muss nicht sein, aber... Ihr fragt euch jetzt bestimmt, worum es geht. Also eine Comedy-Legende ist er zwar nicht, weil dafür müsste man lustig sein, aber er ist aus Köln. Man fragt sich natürlich, was muss man können, um 3,7... Chef, ja, Walla, das ist geisteskrank. Das ist, Bruder, 3,7 Millionen Menschen folgen dir. Wer sind diese 3,7 Millionen? Woher kommen die? Warum folgen die dir? Millionen Abonnenten in kürzester Zeit zu erreichen. Also, wegen sowas? Ja, nichts. 24Tim ist die erste Person auf meiner Liste, die seit Wochen schon ansteht. Und deshalb würde ich sagen, ja, wir checken mal ab, warum. Corona. Ein Virus, der viele Menschenleben leider genommen hat, Existenzen zerstört hat und fast seit anderthalb Jahren uns in Angst leben lässt. Auch ich habe mit Corona zu kämpfen gehabt. Ich habe es euch zwar nie gesagt, weil lieber habe ich mich ausgeruht, statt Videos darüber zu drehen. Aber jetzt stellen wir uns halt die Frage, was machen Influencer wie Tim? Wir haben Corona. Wir haben... Alle Corona. Wie ihr wisst, hat ja die ganze WG jetzt Corona. Alle positiv sind. Wie ihr wisst, habe ich ja Corona. Corona. Wie ihr wisst, habe ich gerade Corona. Corona. Okay, auf jeden Fall. Wir wollten euch nur Bescheid geben. Walla, oha. Oha, Lade. Oha, Alter. Oha. Tamam, okay, ihr habt Corona. Oha, Lade. Selber, oder? Likes schmecken gewissen Leuten halt besser als... Als sich bei so einer Krankheit auszuruhen. Glaubt ihr allen Ärztes, dass wir sowas faken, dass wir Corona haben? Walla, sieht wie geleckt aus.
Kokosöl in den Haaren drin, Creme auf Gesicht, frisch rasiert. Walla, Mädchen kurz vorm Sterben, keiner weiß warum, aber sie geleckt aus. Nein, aber keine Scheiße! Aber was? Toll's. Die Leute interessiert's ja so sehr, was der Timmy Boy jetzt macht. Sehr stark. Was macht der Timmy Boy? Hochwasser in Deutschland. Ungefähr Anfang Juli war Deutschland betroffen von einer der schlimmsten Naturkatastrophen seit Jahren. Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Deutlicher machen es Vorher-Nachher-Bilder, wie zum Beispiel in Erftstadt-Blessem in Nordrhein-Westfalen. Also Spaß beiseite, jetzt so ein bisschen Real Talk. Das ist schon so meiner Meinung nach so ein Zeichen, Walla, dass die Welt, dass sie untergeht, Digga. Irgendwann wird die Welt ja untergehen und das ist für mich so ein Zeichen, Digga. Hochwasser in Deutschland. In Türkei Waldbrände. Irgendwo hat das Meer, keine Ahnung, im Meer waren irgendwie Flammen, war Feuer, irgendwas war da, keine Ahnung. Dann irgendwo war, keine Ahnung, Tornados und dann war das und das und Häuser und so viele Sachen sind passiert. Also überall passiert irgendwas, weißt du? In Griechenland passiert was, da passiert was, Digga. Walla, ist so ein Zeichen für mich. Letztes Mal, was passiert ist, ist schon heftig, muss man sagen, ne? Wir haben es alle bestimmt mitbekommen. Und wieder einmal wurden viele Existenzen zerstört. Leute verloren alles. Und viele Menschen starben sogar leider. Rest in peace. So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Dann gab es noch diesen 21 Jahre alten Influencer aus Köln. Die Comedy-Legende, die keine lustigen Videos macht. Und da fragt man sich halt, was willst du noch machen, um Klicks zu kriegen? Ja. Ich nehme euch auf jeden Fall auf TikTok mit und der nächste Teil kommt auch gleich. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch jetzt meine Story an, ich nehme euch mit. In meiner Story geht's weiter. Falls ihr es sehen wollt, schaut euch meine Story an. Oha, Alter. Ich verstehe bis heute nicht, was die Leute davon haben. Walla, jetzt mal im Ernst. Als wenn man durchgehend so viele auf TikTok immer wieder sagt, schaut euch meine Story an, wollen die unbedingt mehr Story-Views auf Instagram oder was? Das ist doch eh nach 24 Stunden wieder weg. Warum muss man das so oft auf Krampf erwähnen, Digga? In meiner Story geht's jetzt weiter. Kommentiert mal, ob ihr noch zur Schule geht oder nicht. Geht's dir noch gut? Nö. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. Ach du Kacke, Digga. Kann man dir noch irgendwie helfen? Falls ihr sehen wollt, wie morgen früh die Feuerwehr kommt. Junge, Alter! Ach, geh zur Seite! Spür, wie mit jeder Einatmung die kühle Luft durch die Nase einströmt. Oh, das ist gesagt. Das habe ich an seinen Lippen gelesen. Er bringt gefühlt 1000 Videos online, wo er jedes Mal gefühlt darauf hinweist. In meiner Story geht's jetzt weiter. Sehr schlau eigentlich, Leute zu filmen, vor allem auch seine eigene Familie, weil am Ende des Tages werden halt Follower damit gepusht. Ach, geh zur Seite! Wir haben bisher einige Einblicke gesehen, wie es die ganze Zeit aussah. Doch ein Ehrenbruder, er hier. Wer ist das denn? Hat es aber perfekt weitergeführt. Sondern die Aktion hat nochmal die... Video, TikToker nutzt Flutkatastrophe für Fame aus. Was? Duba-Influencer? Ach, oder heißt das Dubai? Da fehlt ein I dann. Dubai-Influencer kommt zurück nach Deutschland. Ganz, ganz anderen faden Beigeschmack, dass zufälligerweise in der Zeit, wo er diese Videos macht mit Hey, geht auf meine Story, auch noch Placements in seiner Instagram-Story hat. Wie hier zum Beispiel mit... Mit was? Mit die Limo? Die Limo. Also er benutzt Naturkatastrophen, damit er mehr Story-Views hat. Warum? Ach, 24Tim, okay. Das heißt... wo er gesagt hat, check meine Insta-Story mit Naturkatastrophen, Flutkatastrophen, bla bla. Und hat das bewusst nur gemacht, weil er da eine Kooperation hatte. Und zufälligerweise hat er genau in dieser Zeit auch noch ein Placement in seiner Story. Walla, krass, wie die den erwischt haben. Das ist heftig. Mm. Ja, mehr müsste man eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich könnte hier das Video jetzt eigentlich beenden und so tun, als ob der Rest in meiner Story drin ist. Aber egal. Danke, Timmy Boy, dass du, als du ihr helfen wolltest, mit einem Beitrag, den man liken sollte und kommentieren sollte, krasse Hilfe, nicht, dass das Wasser auf einmal weggegangen ist. Aber egal, Timmy Boy will ja nur helfen. Spür die Leichtigkeit in deinem Körper und deinem Geist. Ich dreh durch. Wisst ihr, das erste Anfang von dem, was ihr die ganze Zeit schon macht. Er ist so in meinen Augen einer der Personen, die gefühlt alle schon gemacht haben, um ein paar Likes zu kriegen. Aber vor ein paar Tagen ist ein sehr, sehr, sehr beschissenes Statement online gekommen von der Corona-Sache und der Hochwassersache. Und hier habt ihr das Wichtigste von dem ganzen Statement. Er ist auf jeden Fall am Ablesen und warum weint der?
Hallo, Bilal, warum weiter? Ganz starke Leistung auf jeden Fall. Jeden, der dich etwas kritisiert, jeden, der dich auf gewisse Fehler hinweist, als Hater abzustempeln. Baschke, ich miss you. Ich bin morgens aufgestanden, ich wollte dein Hater sein. Stimmt. Worauf? Soll ich neidisch sein? Warum soll ich ein Hater sein? Soll ich neidisch auf deinen Nippel sein? Naja, mit der Tränendrüse haben dir anscheinend ein paar Leute wenigstens geglaubt. Und die waren knapp älter als 5. Naja, egal. Ich warte nur noch auf dein neues Statement, wenn eine neue Krankheit kommt. Ich freue mich schon auf deine Instagram-Stories. Und... Walla, ich muss sagen, walla billa. Diese Folge City of Caps, er hat ihn richtig auseinandergenommen, ehrlich. Und bestimmt darf ich auch deinen Beitrag dann liken. Dankeschön, Timmy Boy. Ich muss sagen, für mich kommt so rüber, dass dieser Timmy, er weiß ganz genau, was er macht. Er hat 3,7 Millionen Follower und bei Gott, ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ich will nicht haten oder so. Ganz im Gegenteil, ich weiß, wie schwer es ist, sich aufzubauen. Vor allem so als YouTuber so. Du bekommst nicht einfach so Abonnenten, weißt du? Wir drehen Video für Video, bekommen Anzeige für Anzeige, begeben uns in Gefahr, machen heftige Videos, das. Wir haben Studios, Kameramänner, bezahlen die über die Jahre, sammeln Erfahrungen, machen so viel. Und dann sind da welche auf TikTok, die durchgehen, sagen, check meine Insta-Story, die keine Ahnung, ihr Arsch wackeln, so, die komische Sache machen. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. 3,7 Millionen Follower, keine Ahnung. Wallah, ich weiß nicht, aber es ist sehr schlau von diesem Timmy so, ne, wie er so gewisse Sachen ausnutzt, um seine Werbung, seine Kooperation zu pushen. Und dann am Ende, wenn er Kritik bekommt, direkt vor der Kamera weinen, einen auf Dings machen, oh, ich bin doch nur der süße Timmy. So, ich habe doch nichts gemacht, dann weint er ein bisschen mit Mitleid. Die Leute sagen, ach komm, der Arme. So, so, ja, Marketing, Digga. Ich kann sowas nicht ernst nehmen. Okay, den ersten hätten wir dann. Oh, Digga, Walla, der ist doch eigentlich nicht irrelevant, Lan. Wer ist das überhaupt? Max Emre, der PS5-Bettler. Warum mache ich das? Max Emre, deutscher Mero. 15.000 Follower, ja. Aka, der Alles-Bettler, alles, Walla, damit meine ich alles. Geboren am, keine Ahnung, für diese Infos war jetzt irrelevant. In, keine Ahnung, für diese Infos war jetzt irrelevant. Ist der bekannte PS5-Bettler auf TikTok. Könnt ihr mir jetzt gerne 1 Cent über den Paypal-Link in meiner TikTok-Beschreibung schicken? Mittlerweile hat er auch schon für alles gebettelt, selbst für hilfsbedürftige Menschen, wobei er eigentlich die meiste Hilfe davon braucht. 3 Zuschauer noch. Bei 100 Zuschauer Glatze. Und ich werde mir hier die Glatze rasieren. Wir sind gleich bei 100 Zuschauern. Das ist doch wohl... 1.400. 98. 99 Zuschauer. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Aber eine Frage, bevor ich anfange. Was ist deine Fotze in dem Livestream? Aha. Nicht die. Motherfucker, was ist los? Wer ist dieser Jumbro? Ja, Mann. Wer ist eigentlich dieser Jumbro? Auch wenn John seitdem immer noch gleich aussieht, frage ich mich bei dir nur, seit wann hast du wieder Redebedarf? Du wurdest beerdigt unter dem Namen Deutscher Mero und... Ach, krass. ...tauchst 2 Jahre später auf TikTok auf. 3 Zuschauer. Der ist das, krass. Und ich werde mir hier die Glatze rasieren. Ich hasse mir eine Glatze bei 1.000 Zuschauern. Und seit einem halben Jahr machst du auf TikTok immer denselben Move. 3 Zuschauer noch. Jeden Tag, jede... Achso, ich verstehe. Er sagt nach dem Motto, ey, bei 100 Zuschauern rasiere ich mir die Glatze, was eigentlich voll einfach ist zu erreichen. Dann hat er irgendwie mehrere Tausende schon. Alle warten darauf und die sagen, ey, wir sind doch schon am Ziel. Und er macht diese Politik nach dem Motto, wir sind nur bei 90 oder so. Habe ich verstanden. Ja, okay, sehr schlau. Stunde und gefühlt jede Sekunde sogar hast du einen neuen Account. Auch wenn ich dich blockiere, du hast wieder einen neuen Account. Ihm geht's ganz und gar nicht gut. Weil wer zum Teufel setzt sich 20 Mal vor eine, oder 200 Mal in der Woche vor der Kamera, sagt, dass er sich eine Glatze schneidet. Ja, genau. Du. Richtig. Schenkt dir ein wunderschönes Lächeln. Okay, wir müssen gucken, was er sagt. Freude und Zufriedenheit in den schwierig. Tag. Sehr spannend auf jeden Fall. Du hast dir nichts in deinem Leben gerissen. Hast auch nichts Besseres zu tun. Was passiert jetzt? Wir werden jetzt auf TikTok gehen und so tun, als ob wir uns eine Glatze schneiden, damit viele Leute reinkommen und wir viele neue Follower bekommen. Krass. Einfach eine Fotze in einem Livestream. Ja, heftig. Dann kommen wir mal direkt zu den schlimmsten Menschen, die es aktuell auf der Plattform gibt. Mariam, Younes, Enes, Sandra. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kündigt sofort euer Netflix! Netflix hat wieder begonnen. Mariam und Younes sind verheiratet. Enes und Sandra auch.
Okay, sind das jetzt die Nachfolger oder was? Doch, was sind die außerdem noch? Im gleichen... Kinder! Management! Ah, okay. Juhu. Seit einigen Wochen kommen elendige Videos online, wie sich von Dora und Alice getrennt haben. Ich hätte vor, du bist verheiratet, aber deine Frau geht in ein anderes Land feiern. Okay. Ja, ey, was ich mich dabei frage ist, du Oh, Junge, was... Sind die behindert? So richtig kleine Kinder? Wen juckt das denn, Olem? Olem, du machst ein TikTok-Video und teilst das den Leuten mit, dass deine Frau feiern war. Schämst du dich nicht? Fühlst du dich nicht irgendwie dadurch, keine Ahnung, peinlich, Digga, dass du so ein Video hochlädst, wo du den Leuten mitteilst, dass deine Frau, die du nicht mal unter Kontrolle hast, dass sie in einem anderen Land feiern geht, Digga? Ist doch voll peinlich, weil wenn das meine Frau, Freundin machen würde, ich würde sofort, ey, du hast gefeiert oder... Keine Ahnung, was jetzt noch so passiert ist. Vielleicht war sie feiern, irgendwas gemacht. Keine Ahnung, wenn sie jetzt am Ende dazu kommen sollte. Wie es hier anscheinend, wie Oberjan meinte, die sind geschieden oder haben sie sich getrennt, weil die feiern war. Wenn man jetzt sowas macht, dann klär das privat. Sag, ey, pass mal auf, so, du hast so gemacht. Weißt du was, boom, weg. Aber warum gibt man dann der noch Aufmerksamkeit, zeigt sowas im Internet, macht sowas groß, muss das auf die Leier ziehen, muss das und das publik machen. Ja, ja, so typisch kleine Kinder, das nervt sich richtig, ja. Und was macht die jetzt? Es tut mir so leid und einer auf diese Dingschiene ist auch am Heulen. Was, seid ihr behindert? Wie kann man? Ich schaff meine Mutter, wie kann man? Walla, wie kann man die Kamera aufmachen? Wie eine Mist, wie kann man die Kamera aufmachen? Walla, heulen? Ja, Beziehungsstress. Und mit wem redet ihr denn, Digga? Walla, ich verstehe sowas nicht, Digga. Damals, wo ich früher Beziehungsstress hatte oder so, wo ich am Heulen war, Digga, große Liebe, allem, keine Ahnung, Digga. Ich hab versucht, das anders zu klären, Digga, weißt du? Vielleicht, ich lag im Bett, hab darüber nachgedacht, bisschen Musik gehört, Kopf frei zu bekommen, draußen spazieren gegangen, mit einem Kollegen geredet, so. Die Leute sind behindert geworden. Walla, die sind kaputt im Kopf, ne? Die nehmen ihr Handy, heulen, schreiben was drauf. Dieser Moment, wenn deine Frau feiern geht, dieser Moment, wenn, keine Ahnung, wenn ich hässlich bin, Digga, ich weiß es nicht. Die sind behindert, ja? Walla, hört auf, alles mal auf TikTok preiszugeben. Ihr seid kaputt im Kopf, Digga. Wie kann man vor der Kamera weinen? Walla, ich würde mich schämen, Lan. Bruder, was soll ich machen? Soll ich die zu Sachen zwingen? Younes Amiri, hä? Check ich den Kommentar nicht. Wieso wird man immer enttäuscht? Was? Wollt ihr ein Statement zur ganzen Sache, was die letzten Tage geschehen ist? Wen interessiert das? Wallah, Habila, wen interessiert das? Ja, was juckt mich das eigentlich? Aber wofür machen die das? Ja, für Klicks, Abos. Ja, für Klicks, für Aufmerksamkeit, weil die behindert sind. Und Fame. Junge, habt ihr kein WhatsApp? Wappestick. Wenn man sich alleine nur bei Sandra die Statistiken anguckt, seitdem die auf einmal ihre Trennungspromo... Was ist das? ...machen, steigen die Abos. TikTok oder was? Krass. Wieso soll man dann da aufhören? Was stimmt nicht mit euch? Über Mariam und Thomas die Lokomotive müssen wir eh nicht reden. Wann waren die eigentlich mal relevant? Letztes Jahr drei Beziehungen mit Daniel. Anfang des Jahres Nicole Beef. Zwei Monate später Beef mit Fred und Jamo. Echt? Jetzt Trennung von Enes und Sandra. Ach, die haben mich... Ah, okay. Ohne Promo-Moves. Ja, me! Hey Leute, was geht? Und zwar sagen ja viele, dass ich irgendwie total übertreibe und chillen soll, aber ich verstehe nicht, wieso ihr einfach nicht akzeptiert, dass überhaupt niemand akzeptiert, dass ich einfach nicht möchte. Ich habe mich entschieden, ey, ich will meinen Weg alleine gehen. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Ey! Ah! Jairi, ja! Mein Kopf, ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ja. Ah, ich kann sowas nicht. Ich will sowas nicht, ja. Bruder, Alter, wenn du deinen Weg gehen willst, wenn du was machen willst, dann hör auf niemanden, mach dein Ding und geh. Warum Kamera vor Kamera weinen und warum dich rechtfertigen? Denkst du, die in den Kommentaren schreiben jetzt alle, tamam, okay, wir verstehen das, geh deinen Weg. Normal gibt es immer wieder irgendwelche, weißt du, die gegen dein System sind, die gegen dich sind, die gegen das sind, was du machst. Aber dann hör doch nicht auf die Leute und mach dein Ding. Aber warum diese Filme vor Kamera weinen? Warum holt man vor Kamera und sucht Mitleid? Das sind die schwächsten Menschen, die Mitleid suchen. Versuch, ein starker Mensch zu sein. Versuch einfach,
dich unter Kontrolle zu haben, weißt du, versuch, wenn du kaputt bist, das niemandem zu zeigen. Zeig, dass du stark bist. Aber wenn du sowas zeigst, Digga, erstens, dein Partner sieht, dass du leidest, weißt du, du zeigst Schwäche. Und zweitens, wie kann man vor der Kamera weinen, Digga, und zu sagen, ja, ihr sagt alles, ich übertreibe, aber ihr wisst gar nicht, bla, bla. Halt die Schnauze, Digga, halt die Schnauze. Weil halt die Schnauze. Wein, fress es in dich rein, aber zeig das den Menschen nicht. Sei eine starke Frau, aber hört auf mit diesen Filmen, TikTok. Boah, ich kann sowas gar nicht. Wie kann man vor Kamera weinen, Digga? Walla, erbärmlich, Digga. Normal, es sind auch kleine Kinder, warum rege ich mich auf? Aber Bruder, wo leben wir denn? Dieses TikTok hat die Menschen kaputt gemacht. Walla, dieses TikTok macht die Jugend kaputt und blöd, Digga. Guck mal, wie weit es kommt, Digga. Kleine Kinder sind zusammen und weinen dann und zeigen ihren Beziehungsstress auf TikTok, Digga, weißt du? Mädchen macht ein Video und weint. Junge weint, rasiert sich dabei, der keine Barthaare hat, Mädchen weint wieder, dann sagt der Junge, war nicht so, und die treiben das alle in der Öffentlichkeit. Ey, Digga, in der Öffentlichkeit, ihr werdet euch niemals zueinander finden. Die Öffentlichkeit macht alle Beziehungen kaputt, Digga. Die Öffentlichkeit gönnt euch nicht. Wenn ihr Frieden wollt, wenn ihr eine glückliche Beziehung wollt, Digga, dann tragt das nicht in die Öffentlichkeit aus. Wenn ihr ein Paar seid und Influencing machen wollt und zeigen wollt, sowas ihr macht, zeigt euer Alltag. Aber Digga, wenn ihr Probleme habt und so, sowas zeigt man nicht, Digga. Sowas teilt man den Leuten nicht mit. Weil ihr Leute, ihr habt keine Ahnung. Weil ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, wie man in eine Beziehung eingeht. Ihr habt keine Ahnung, wie man sich richtig verhält, wie man sich ladylike verhält, wie man sich wie ein Mann verhält. Weil ihr seid behindert, ja. Ich schwöre, Leute, ne, normal. Sorry, dass ich mich so aufrege. Das sind kleine Kinder. Vielleicht lernt ihr das bald noch, aber einige lernen es gar nicht, Digga. Perfektes Beispiel, Jonas und Mariam, Digga. Es gibt Leute, die bleiben immer dumm im Kopf, Digga. So, Internet, sorry, aber Internet hat die gefickt, Digga. Internet hat die kaputt gemacht. Behindert, strohdumm. Keine Bildung, nix. Daran merkt man, 16 Jahre, zu viel Geld mit TikTok verdient, Schule abgebrochen, behindert, keine Bildung, nix, dumm. So, Walla, so, dumm. Sorry. Gar kein Mitleid mit solchen Menschen. Walla, Billa, gar kein Mitleid mit solchen Menschen, Digga. Erstmal hör auf, mit Blitz irgendwelche Videos zu machen, damit die Träne besser wirkt. Walla. Und das nächste Mal, wenn du auf Gott schwörst. Und ich schwöre auf Koran, ich weiß auch nicht, wieso das so dargestellt wird, dass... Schade, dass du uns alle angelogen hast. Video sagt alles auch, ja. Dass ich irgendwie das mitgeplant hätte. Ich schwöre auf Allah. Allah ist mein Zeug. Ich schwöre auf alles, was mir heilt. Ich wusste nichts davon. Ich weiß nichts davon. Dann mach es doch wenigstens schlau. Und jetzt schlimm genug, dass er überhaupt kommt, obwohl ich das nicht wusste. Obwohl ich das nicht wusste. Wallah, hast du dich vermisst? Was glaubst du, Bra? Wie willst du sie ansprechen? Wie wird das ankommen? Nein, okay. Ey, Freunde. So, Freunde. Freunde. Walla erwischt. Sie ist einfach da. Obwohl ich das nicht wusste. Obwohl ich das nicht wusste. Dann schwören die auf Allahs Namen, ja. Möge Allah diesen Menschen verzeihen und recht halten. Was soll ich sagen, Digga? Schwören auf Allahs Namen. Oh mein Gott, das sind kleine Kinder, Digga. Die wissen nicht, wovon die reden. Obwohl ich das nicht wusste. Junge, sie steht einfach dort. Er tut so, als ob er sie nicht gesehen hat. Sie steht einfach dort. Ohne ganze Film. Obwohl ich das nicht wusste? Oh. An der Stelle. Neue Meme. Obwohl ich das nicht wusste? Grüße und Dank an Mariams Mutter. Heart Mom Check. Nein, warte mal kurz. Sie hat vor ein paar Stunden dieses Video hier gepostet. Und ich sage ehrlich, wirklich, das ist Sandra und Anas Schauspielen bei euch. Das Boah! Richtig. Und sie hat Kontakt mit Anas. Und das ist reich, das ist Schauspielen, Sandra. Bis dir. Obwohl ich das nicht wusste. Ich liebe es. Mach mal die PNL-Musik an. Je mehr Aufmerksamkeit wir falschen Menschen schenken, desto mehr nutzen die das aus, machen egal was, um noch größer zu werden. Und ja, leider. Was mich abfuckt, und ich bin ehrlich zu euch, in unserer Szene, Klicks und Likes bringt das meiste Geld. Ja. Es ist einfach Fakt, was mich abfuckt und einige da draußen auch sicherlich, auch einige YouTuber und sonst was, die das Video sehen, wenn kleineren Kindern falsche Werte vermittelt werden, wenn man so sieht, was die für Scheiße abziehen, ihr habt so eine Reichweite, ihr könnt so eine Vorbildsfunktion sein und anstatt, dass ihr was Gutes vermittelt, heiratet ihr mit 18, Digga, streitet euch alle zwei Wochen, trennt euch sogar für Likes und wollt dann noch von irgendwas Sympathischem reden. Das ist das Ding, einfach falsche Werte, die vermittelt werden, weißt du, guck mal, damals unsere Eltern so...
bei uns Ausländer, wann haben die geheiratet, Digga? Mit 16, 17, 18, weißt du, die haben sich strikt verlobt, geheiratet, sind bis heute zusammengeblieben. Bis heute gab es keine Probleme, die haben sich nicht irgendwie im Internet gebieft oder so, weißt du, bei denen die Frau hat auf den Mann gehört und das ist auch das so, weißt du, Internet macht auch vieles kaputt, bei denen gab es dieses Internet-TikTok nicht. Und ihr zeigt einfach das komplette Gegenteil, dass sowas nicht mehr machbar ist, weißt du. So, das kann man gar nicht vergleichen, so unsere Mütter, Väter, wie die früher aussahen, das waren schon mit 16, 17, 18, die waren schon erwachsen, weißt du, die waren reif, die haben geheiratet, nach Deutschland eingereist, die haben riesige Schritte gemacht. Ihr, oder ihr bekommt es nicht mal hin, euch irgendwie privat zu unterhalten, weißt du, müsst im Internet eure Beziehungsprobleme ausstreiten, seid am Heulen, seht aus wie kleine Kinder, weißt du, so, und ihr zeigt einfach, dass man gar keine Chance mehr hat, unter 18 irgendwie zusammenzukommen, zu heiraten, weil man kann, der Mann kann 20 sein, das Mädchen kann 17, 18 sein, man kann zusammenkommen, heiraten, so, man sollte es auch im frühen Alter schon machen, warum? Zum einen, man sollte Sina entgehen, weißt du, und das Beste ist, weil, ich sag mal so, mit der Zeit, ne, in der heutigen Generation ist es schwierig und am besten kannst du Sina entgehen, wenn du heiratest. Sei in einer Beziehung, lieb dein Mädchen, sei in einer Beziehung, aber mit Allahs Segen. Das heißt, glaub mir, wenn du Allahs Segen nicht hast, dann wird niemals eine Beziehung halten. Ne? Die wird immer in Brüche gehen, weil du brauchst Segen. Ohne Segen, dann klappt nichts. Heiraten ist immer gut. Mit Segen ist immer gut. Früh heiraten, weißt du, früh machen, Familie gründen. Was Besseres gibt's nicht, Digga. Aber das, was die zeigen, diese Werte, die vermitteln, ist einfach nur Schwachsinn, ist einfach nur Bullshit, Digga. Falsche Vorbildsfunktion und so. Welche Leute haben im Internet nichts zu suchen, Digga. Die verblöden die Menschen nur, vermitteln falsche Werte. Es gibt Leute, die folgen denen, weißt du. Die bleiben dran hängen, bleiben dran klatschen und sagen, Scheiße, Beziehungen ist nichts für mich, was weiß ich, Digga. Halt deine Damit, Freunde, würde ich sagen, wir kommen zum Ende des Videos. Ich sage euch offen und ehrlich, hier waren noch ein paar Menschen geplant, aber die sind irrelevant. Walla, sehr irrelevant sogar. Stell dir vor, dein TikTok läuft nicht mehr und du machst jetzt OnlyFans. Und ich hatte dann halt was mit Mero. Nee. Was ein Opfer. Meine sehr geehrten Damen. Der Cut war geil. Und Herren und die, die in dem Video vorgekommen sind. Ich werde nach dem Video auf keine von euren Instagram-Nachrichten antworten. Anrufe von bärtigen Männern werde ich auch nicht annehmen. Nicht, dass ich Angst kriege. Und an den Peach, der mein Instagram gesperrt hat und 70 Dollar dafür bezahlt hat. Was? Instagram wird gesperrt? Danke nochmal, du elendiger. Damit war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was komplett anderes diesmal. Ich musste mal ein paar Sachen, die mir einfach auf dem Herzen lagen, los. Geilste Folge, Digga. War sehr geil. Gut radikal zerstört. Muss ich offen ehrlich zugeben. Props geben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Checkt mein Instagram ab. Checkt's einfach ab. In meiner Story geht's weiter. Hey, mein Insta könnt ihr auch abchecken. Kann ja visieren, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Aber in meiner Insta-Story gibt's auf jeden Fall krasse Sachen, Leute. Kommentiert irgendetwas, damit mein Algorithmus wieder hochkommt. Damit würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Isabel und dann alle anderen. Nora, Feiermann, alle. Ich sehe doch auf euch. Kommentiert dieses Video. Bombardiert es. Nächste. OC361. Abonniert für mehr Hotmom-Checks. Das Video zu Ende. Abonniert jetzt. Okay, was erwartet uns noch zum Schluss? Jetzt sonst. Die Bitch aus Moskau auf dem Rücksitz, andere Liga. Was kommt jetzt? Klasse, hä, das war's? Krass. Nix, kein Outro, nix. Krass, schade, okay. Ja, das war's mit dem Video. Ich glaube, das ging wieder 80 Stunden lang, Digga. Ich weiß gar nicht, wie viel ich geredet habe. Musste sein. War eine coole Folge. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Genießt es. Wir haben schönes Wetter. Haut rein.